So, täglich grüßt der Hundetrainer. Eine neue Folge aus der Huta. Wieder kurze Phase, in der ich mich versuche aufzuwärmen, damit ich nicht erfriere bei minus 10 Grad. Ja, und die Hunde müssen sich auch ein bisschen aufwärmen. Wir wollen uns heute über eine Frage unterhalten, die ich gestellt gekriegt habe. Da ging es darum, dass sich ein Hund ständig ablegt, wenn er andere Hunde sieht. Also, dass er sich hinlegt. Soll man das unterbinden oder ist das in Ordnung? Was ist das eigentlich, dieses Hinlegen? Los geht's. Ich nehme euch mal mit. Oh, Mann, bin ich froh, wenn der Winter vorbei ist. Dann können wir hier auch endlich wieder zu Ende renovieren. Also, es ist. Ja, wie sage ich das? Muss mal den Cookie reinholen. Der Cookie ist nicht so der hellste. Der rennt ständig raus und heult dann, dass es kalt ist. Und wenn man ihn reinholt, dann will er wieder raus. Cookie! Cookie, komm! Cookie, hopp, rein! So. Zuallererst müssen wir uns mal Gedanken darüber machen, wo kommt es her, dieses Ablegen? Was ist das? Warum machen die Hunde das? Und danach gucken wir, ob man das unterbinden sollte oder nicht. Ich setze mich mal da auf die Heizung. So, jetzt tricksen wir mal ein bisschen Heizung in meine Richtung drehen. Oh, ist schön warm. Das ist schön warm. Wehe, du schubst mich jetzt. Und wehe, ihr schmeißt die Kamera um. Nicht schubsen. Also das Ablegen, also das Abducken, das fängt meistens an mit Abducken. Komm hier, Cookie, komm hier, komm, damit du ruhig bist. Meistens fängt das Verhalten an mit Abducken und gar nicht direkt mit dem Ablegen an sich. Dieses Abducken und das anschließende Ablegen, je nachdem, wie sich das entwickelt, ist Teil des Jagdbeuteverhaltens. Da kommt es ursprünglich her, ne? Also man hat die unterschiedlichen Verhaltensvarianten und Muster der Hunde kategorisiert und das kommt im Jagdbeuteverhalten vor. Schleichen, anschleichen, abducken, ablegen, hat's Beute, Jagd. Viele Hunde tun das, obwohl sie nichts mit Jagdbeute zu tun haben, wenn sie andere Hunde sehen. Meine erste Hündin, als ich Kind war, hat das auch gemacht, und die Tammy. Die hat sich eigentlich immer hingelegt. Die hat sich hingelegt bis zu einem gewissen Punkt, sind die Hunde dann näher gekommen, dass sie aufgestanden hat, gepinkelt und dann hat sie die begrüßt. Emma, kotzt mir jetzt nicht hier hin, ey. Nur weil es daherkommt, heißt es nicht, dass das, was euer Hund tut, tatsächlich Jagdbeuteverhalten ist. Kannst du aufhören zu quietschen? Ich kann so kein Video machen. Das ist total nervig. Nein. Nicht quietschen. Nicht quietschen. Ach, du bist so eine Flöte, ey. Bist du eine Weichflöte? Es kann aber tatsächlich sein. Ist das sein Ernst? Ich puste jetzt immer, wenn du quietschst. Ich glaube, das bringt nichts. Das heißt einfach nur, ursprünglich kommt dieses, oder wenn man ursprünglich, komm her, Polly, wenn man ursprüngliche Hunde hat, dann wird dieses Verhalten halt im Jagdbeutekreis gezeigt. Ob man das unterbinden soll oder nicht, ist natürlich jedem selbst überlassen. Ich würde das in zwei Varianten kategorisieren. Prinzipiell spricht nichts dagegen, wenn mein Hund sich hinlegt. Das war nichts Schlimmes. Aber du hörst mal auf, sonst mache ich mit dir Jagdbeuteverhalten. Du nervst mich total, Cookie. Hör auf zu knurren. Aber das kann natürlich sein. Ja, lass ihn doch, der macht doch gar nichts. Der macht überhaupt nichts, der guckt nur hier. Aber es kann natürlich sein, dass euer Hund sich erst ablegt und dann so eine Scheinattacke startet, also schnell auf den Hund zuschießt. Selbst wenn euer Hund nur spielen will, würde ich das in jedem Fall unterbinden. Weil das kann bei dem Gegenüber falsch ankommen. Also euer Hund duckt sich ab, legt sich hin, wartet, bis der Hund eine gewisse Entfernung da ist und dann schießt er auf ihn los. Das kann bei ihm hier völlig falsch ankommen. Er kann dann, weil er das missversteht, tatsächlich eine Keilerei starten. Wäre für alle Beteiligten ärgerlich, will man nicht haben. Hey, hier wird jetzt nicht gespielt. Juma, das ist das. Wenn euer Hund sich aber nur ablegt und wartet, bis der andere Hund da ist und dann alles andere macht, außer nach vorne schießen, finde ich das nicht schlimm. Lass den doch liegen. Es nervt und ich kann immer noch sagen, hör auf mit dem Scheiß, geh weiter. Dann muss ich ihn halt beherzt mit der Leine da rausholen. Das kann je nach Hund sehr, sehr schwierig sein. Prinzipiell spricht aber nichts gegen das Ablegen. Man muss daran denken, wo es herkommt. Wie gesagt, ursprünglich aus dem Jagdbeuteverhalten. Viele Hunde machen das, um sich selbst kleiner zu machen, um mögliche. Hallo, du schubst ihn mit dem Hintern, lass das.
um selbst den anderen gegenüber mögliche Bedrohungen rauszunehmen. Je kleiner ich bin und wenn ich auf dem Rücken oder Bauch liege, bin ich eine weniger große Bedrohung für einen fremden Hund, als wenn ich stehe. Und viele Welpen gewöhnen sich das so an. Gerade die, die so, ich sag mal, die Mundwinkelschlecker sind, ne? Die ständig zu jedem Hund hinlaufen und sei mein Freund, denen durchs Gesicht lecken. Das sind auch die, die ganz schnell auf dem Bauch oder auf dem Rücken liegen oder so halb hinkriechen. Da spricht nichts gegen. Das sind einfach nur, sag mal, Begrüßungsrituale, die wir ein bisschen komisch finden. Aus Hundesicht ist das, wie gesagt, so lange in Ordnung, solange nicht aus dem Abducken oder Hinlegen ein Satz nach vorne wird. Weil das kann ganz oft falsch ankommen, selbst wenn euer Hund das positiv meint oder gar nichts Negatives im Sinn hat. Das würde ich unterbinden. Prinzipiell, mir ist es egal. Also, wenn es jetzt nicht gerade in Strömen regnet oder der sich in die größte Matschpfütze legen will, dann lasse ich das zu. Wenn der sich da hinlegt, obwohl es pitschenass ist und der aussieht wie eine Sau danach, dann ziehe ich den einfach an der Leine weiter und bleibe in Bewegung und dann muss er letztlich mitkommen. Ja? Ich würde da nicht mit Leckerchen arbeiten, ich würde ihn nicht ablenken, ich würde einfach sagen nein und würde ihn an der Leine hochziehen, dass er sich nicht hinlegen kann. Die allerwenigsten Hunde ziehen die Beine ein und lassen sich dann wirklich komplett fallen. Die meisten gehen dann schon mit. Ja. Ihr solltet aber nicht so einen dauerhaften Zug draus machen, wenn ihr das unterbinden wollt. Also nicht von unten quasi nach oben langsam hochziehen, sondern wirklich, der will sich hinlegen und dann kommt ein Gegenzug, nein, 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 bis der sagt, okay, dann komme ich halt nicht runter, bleibe ich in Bewegung. Ne, Polly? Komm mal. Polly, komm mal. Ja, Polly ist müde. Polly ist total müde, ist schon im Stehen eingeschlafen. Polly will nach Hause. Wir haben hier auch ganz viele Hunde, die zu Spielkontakten sich erstmal abducken oder hinlegen. Prinzipiell spricht da nichts gegen. Gerade nicht bei bekannten Hunden, die sich kennen und wo man weiß, da passiert nichts. Könnt ihr das ruhig zulassen. Ich hoffe, das beantwortet eure Frage. Ich bin raus. Tschüss.